Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Wir sind nun hier schwer beschäftigt. Wir müssen hier nämlich Heuballen platzieren. Warte, das ist der falsche Taste. Wieder falsche. So, jetzt ist fast schon ein bisschen besser. So, das ist schon mal die Randale-Leuchte. So, und jetzt für jeden, der irgendwie Ahnung von der Straßenverkehrsordnung hat, einmal bitte weggucken. Also besser übrigens auch erst machen, dann ankündigen. Aber gut. So, wir müssen mal eben hier die Straße blockieren. Da führt leider kein Weg dran vorbei. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Kran steht. Sehr schön. Das war schon mal der erste. Da kommt der zweite. Und hier kommt die Nummer 3. Perfekt. So muss es auch laufen. Und da stehen die Mannekes. So, 5 Heuballen. Wo müssen die eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Zuallererst setzen wir das Ding zurück, gehen in den Fahrmodus oder versuchen es zumindest. Hat tatsächlich funktioniert. So, dann fahren wir mal nach oben wieder hin. Das wäre schon mal geschafft. Und mal gucken, was als nächstes ansteht. Ich sehe da oben, glaube ich, schon wieder irgendwelche Markierungen. So, da müssen wahrscheinlich die 5 Quaderballen hin. Sollte aber nicht das große Problem sein. Dann schnappen wir uns mal eben unseren schönen Bagger. Und tragen die Dinger einmal rüber. Das Gute ist, auf halber Strecke können wir die auch mal irgendwo liegen lassen. Da müssen wir nicht mal alle rüberschwenken. Das gefällt mir schon mal. Was mir noch nicht gefällt, ist, ich weiß gerade nicht, ich kann es nicht gerade schlecht erkennen, sind da Bäume im Weg. Es könnten welche im Weg sein. Hat jemand eine Motorsäge dabei? Nein? Hätte ja sein können. Okay. So, irgendwie zwischen die Bäume müssen wir jetzt durch. Es hat jemand doch noch eine Motorsäge dabei. Nee, ich glaube, ich brauche da nicht groß hoffen. Ich glaube, da kommt nichts. So. 5-mal Heuballen. Ich stehe ja noch viel zu weit weg. So. Das ist schon mal gut. Das ist der erste Ball. Bleib mal einen Meter eben zurück. Ja, hi. Eieiei, die erstmal hier aus dem Busch rauszuholen. Schon ein Akt. Also ich finde die gleich schon noch... Ach komm, ich werde die gleich schon noch wiederfinden irgendwie. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber das wird schon irgendwie. So. Jetzt die Frage, ich glaube, ich kann nicht über einen anderen den Ballen hinpacken, oder? Du kannst ja mal versuchen. Nee, scheinbar nicht. Well, weil theoretisch schon. Mit ein bisschen Geschick bauen wir ein Türmchen. So, dann nehmen wir das Ding hier mal.
Das sind wir Türmchenbauer. Gut, wenn ich nicht platzieren kann, dann kommt das Ding irgendwo hier nach unten hin. Oh, warte, da ist ja noch ein Baum. Der Ballen schon mal. Dann noch einmal bitte reinfahren. Dann brauchen wir noch den letzten Ball. Also, dass der Baum noch steht, das ist auch eine Kunst. Und das ist jetzt der Baum. Ja, ist immer noch der Baum. Also, wenn das so weitergeht, dann muss ich mich noch von den Grünen noch verantworten. Warum ich hier die ganze Zeit irgendwelche Bäume umschmeiße. Aber zum Glück ist der Baum einbetoniert. Das ist schon mal gut. Da kann dann eigentlich nicht viel passieren. So, was jetzt allerdings wahrscheinlich ein bisschen dämlich ist, wenn ich den Ball jetzt hierhin platziere. Das wäre dämlich. Ich glaube, wir schmeißen die Dinge mal nach hier hinten hin. Also, liebes Weltenbauer-Team, ich wünsche mir gerne Wechseladapter für diverse Maschinen. In erster Linie, glaube ich, ein Radlader. Das ist fast ein Graus, Ballen jetzt zu stapeln. Oder relativ zeitaufwendig. Ah ja, und wenn man dabei ist, bitte den 3-Meter-Löffel. Auf den warte ich noch immer. Also, so ein 3-Meter, eigentlich ist das Ding, glaube ich, zum Grabenreinigen gedacht, aber... Ich glaube, das macht sie bestimmt auch im Baugewerbe ganz gut. So. Hallo. Das Ding da steht perfekt. So. Sehr schön. Würde ich schon sagen. So, dann nehmen wir uns das Ding hier mal. Einmal bitte zurück. So, das hätten wir schon mal. So, jetzt geht's weiter mit dem Ballen verteilen. Also, der muss auf jeden Fall nach hier ganz hinten hin. Den stellen wir dann erstmal hier hin. So, der Ballen kommt nach hier hin. Ach, den können wir auch meinetwegen hier schon eben platzieren. So, noch ein bisschen weiter rüber. Gut, dann stellen wir das Ding eben hier hinterhin. So, dann kommt der Heuball. Der kommt dahin, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, wir müssen einmal drehen. Einmal nach hinten hin, beziehungsweise einmal vorwärts. So. Einmal rüber. Sehr schön. Perfekt. Baumaterial auspacken. Ich glaube, da... Gut, dann bleibe ich hier mal noch mal eben kurz stehen. Dann packen wir mal eben die Holzlatten aus. Leute, 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 müsst ihr den Bagger hier beinahe einschließen.
Wahrscheinlich haben sie das Loch da drin jetzt nur gelassen, dass ich hier noch rauskomme. Haben sie extra für mich hier hingestellt. Oder wie sieht mir das hier aus? Ach, sie sind ein Labyrinth. Wie? Wie das Zeug hier macht so viel aus? 1%. Okay, also ich will mich mal nicht beschweren mit dem Bauauftrag. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ich habe mich verlaufen im Labyrinth. Ich komme ja nicht mehr raus. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Hilfe, Hilfe. Ne, warte, hier ist ja Ausgang. So. So. Das ist doch perfekt. Einmal mit dem Vorarbeiter sprechen. Jetzt kommt natürlich die wichtige Frage, wann ist das Fest? So, einmal im Vorarbeiter sprechen. Und da ist es, das Herbstfest kann beginnen. Wobei, ich glaube, das ist kein großes Fest. Wenn ich mir das hier so ansehe. Aber wir gehen erstmal dahin. Erstmal gucken. Also hier gibt es Kürbisse. Hier gibt es so eine Art Markt erstmal hier vorne. Scheint eine sehnsüchtige... Warte, ich muss ihm eigentlich hier die ganze Zeit für die Kamera rennen. Das ist auch immer lustig, oder? okay. Ich glaube, wir sollten mal etwas ernster bleiben. So an sich... Also eigentlich ist hier ja nicht viel los. Hier ist so das Festzelt, falls es regnet. Wo gibt's Bier? Bier, Biere? Ne, warte, hier hinten muss Eis sein. Biere, Biere. Ey, ein Herbstfest ohne Bier. Was ist hier denn falsch? Ah, ne, warte, ist ja nicht Bier für Kinder. So, warte, wo muss ich denn überhaupt hin? So, so, ich glaube irgendwo hier hinten lang, dann hier, dann könnte es hier hingehen. Ne, warte, das ist eine Sackgasse. Dann hier, dann da, Also jetzt will ich eigentlich gerne mal wissen. man sollte mir wirklich hier kein Labyrinth geben. Ich will wirklich wissen, wo geht's lang? Ne, das wird eine Sackgasse sein. Hier ist Sackgasse. Dann muss das eigentlich hier oben sein. Übrigens, es gibt eigentlich einen einfachen Trick an alle Kinder. Man muss sich eigentlich immer nur rechts halten. Immer an der rechten Mauer, dann kommt man irgendwann schon definitiv raus. Ich habe einen Ausgang gefunden. Sehr schön. Das Let's Play kann doch noch weitergehen. Ich dachte, ich komme da nie wieder raus. Es war so duster da drin. Ey, meine Scherze sind auch schlechter als denn je. Gut, dann suchen wir uns mal eben einen Auftrag. Wir brauchen mal eben was. Herbst. Ich will jetzt... Warte, Umland Ost. Also eigentlich sind wir da, ja. Jetzt ist die Frage, ist es allen dasselbe? Oder können wir das Ganze erweitern? Ich will es einfach mal eben testen. Ich glaube, wir erst ein Thumbnail machen sollen. Ja gut, okay, dann hat sich das erledigt schon mal. Gut, kann man die Aufträge auch wieder loswerden? Aufgabe überspringen, ja. Ja, das haben wir auch irgendwann. So, ich brauche noch wenigstens was fürs Thumbnail gleich. Mal gucken, ob uns das auch generell was kostet. Das würde mich interessieren. Aber dann hat sie... Da wissen wir immerhin schon mal Bescheid. So. Was haben die dazu bis hier gebaut? Wir sprechen das richtig noch selber hin. Sehr schön. Dann haben wir das Ding zweimal diese Folge gebaut. Gut.
Dann wissen wir diesbezüglich schon mal Bescheid. Ach, Materialkäufe und so weiter. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, was ist das mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich suche mir auf Screen vielleicht nochmal einen Auftrag raus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.